Hallo, ich bin der Fabian, ich bin der, der immer am Mikrofon riecht und heute spiele ich wieder irgendwas, was ich nicht kann, weil ich dazu gezwungen werde. Ich habe mich selber in der Facecam gesehen, Entschuldigung. Ja, los geht's. Ich habe keinen Plan von der Steuerung. Was muss ich jetzt machen? Ah ja. Mein Name. Nein. Manu. Ich will Amazonenkönigin heißen. Ich habe das Gefühl, du respektierst meinen Namen nicht. Wie soll es denn schon gehen? Ist doch alles ganz klar. Wie geht das? Zeit fehlt, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Wie ich angekündigt habe, wir können die Steuerung nicht und das kann nur gut werden. Also, hey. Oh, welche Taste ist es? Y. Moment. So, also hier sind wir mit unserem frisch gebackenen Charakter. genau. Ich, Gott sei Dank, ich dachte. Du! Oh Gott. Sag mal. Y. Wachst nie mehr auf. Ich hab's drauf mit dem Lesen. Habe ich noch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich bin ja auch erst in der 10. Klasse, also. Tja. Was? Zelda? Nein, ich heiße. Mario? Nee. Marin, ah. Du bist auf der Insel. Kokolind, bist du in Ordnung? Nee. Aber ich werde das gesamte Game nicht rausfinden, wie man hüpft. Wahrscheinlich weiß. Was? Ja, mag ja sein, aber. Was? Ich kann so normal gehen und wenn ich Leertaste drücke. Was? Okay, sehr interessant. Endlich bist du wieder auf den Beinen, B. Super Name übrigens. Heiße übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Yay, Schild. Schild. Angriffe der Gegner abwehren. Kann ich nicht, weil ich bin zu unfähig. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Frage? Welchen Knopf? Der war bestimmt gemeint. Also. Sag mal, Y ist A. X. X ist B. X. Perfekt. Geh mal runter, glaube ich, wo du bist. Du hast nicht zu entscheiden, wo ich hingehe. Ich muss hier noch zu der sexy Lady. Und ja. Immer wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umsehen. Gehe den Weg entlang nach Süden. Ist Süden hier unten, oder? Okay, alles andere macht keinen Sinn. Was ist das? Ein Pikachu! Ich will es fangen. Ich kann mich verteidigen. Ach so, es soll ein Huhn sein. Noch ein Huhn. Ich habe Angst vor dir, Huhn. Okay, vor dem sollte ich wahrscheinlich Angst haben. Bonjour, mein kleiner Struppi. Was? Sieht mit seinen neuen Frisur so süß aus.
Kann ich mir Schaden machen. Ich habe auch gar nicht versucht, das hochzuheben. Clef, Clef. Ach du Scheiße. Die Frau ist krank. Wer hält sich denn riesige lebendige Metallbälle? Ja, ja, mir geht's gut und dir. Sehr nett, die Leute hier. Oh, der muss nett sein, der ist ein Opa. Obwohl, in Resident Evil war es eine Oma im Dings und... Ah, egal. Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint... Vira ist sehr schüchtern. Pizzeria. Meine schöne Frisur. Also sie war davor schon im Arsch und ich hatte auch eigentlich nie vor, eine schöne Frisur zu haben und so, aber hey, meine schöne Frisur. Hallo, ist dort die Pizzeria? Es gibt... Das ist was, da verwendet man Schilde, aber es gibt eine Pizzeria. Und der Typ heißt Mario. Okay. Nun, ich hätte gerne die 4 mit Schinken, die 9 mit Mais. Achso, ich habe jetzt da auch Mario gelesen und war verwirrt. Eine Lasagne und 2... Wie viel kannst du essen? Wann können sie kommen? Klack, tu, okay. Der hat sich wohl verwählt. Der hat sich wahrscheinlich nicht verwählt und das hier war meine Pizzeria. Ich kann mich gegen das Bett verteidigen. Ist immer wichtig, dass man sich verteidigt, auch gegen Stühle und Tische. Ich habe gehört, die können äußerst... Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo hier... Ist hier einfach den Weg folgen. Es hieß Weg nach Süden. Wenn ich jetzt nach Süden gehe, dann komme ich da in so ein... Ah, da ist auch so ein Haus. Ah, da kann ich eventuell anrufen. Da kann ich den Typen von draußen an... Ja, da kann ich den Typen safe von draußen anrufen. Tut ja hier Vira. In der Dorfbücherie... Was? Dorfbücherei. Also, Dorfbücherei gibt es... Interessante Bücher. Nun, du solltest die mal lesen. Tschüss, klick, was? Also, B untersucht die Truhe. Das ist ja eine tolle Truhe. Nein, nein, hör auf dich zu verteidigen, Link. Hör auf, hier greift dich niemand an. Es ist ein Shop. In den Shop will ich nicht, weil ich habe kein Geld. Ich bin arm. Fast wie im echten Leben. Also, hier ist ein Weg nach Süden. Voll cool. Ich habe jetzt keine Lust, damit mehr mit den Leuten zu sprechen, aber auf dem Schild steht bestimmt was Wichtiges von wegen Monstern. Wurmpalast und Taronga-Strand. Ich muss bestimmt zum Taronga-Strand. Ich komme da wahrscheinlich nie wieder hoch. Okay, perfekt. Das ist ein Gegner. Aua. Ja, das ist ein Gegner. Ich kann mich gegen den verteidigen, Mann. Voll krass. Ja, ich weiß, wo meine Herzanzeigen sind. Ich will nur ein Schwert oder sowas, damit ich die Gegner auch klatschen kann. Ich hätte Lust, Gegner zu klatschen. Was ist A? Ja, nee, das geht nicht. Ich kann mich hier nur verteidigen. Weil ich habe keine Waffe. Seeigel mit dem Schild. Was? Zur Seite schieben. Seeigel mit dem Schild. Klar, fast wie im echten Leben, dann mache ich das auch immer so. Tatsache, ich kann Seeigel mit dem Schild zur Seite schieben. Das habe ich schon immer mal machen wollen. Ja, kannst du sagen. Aua! Spinnst du, Seeigel? Achso, ich sollte mal saven, ja. Voll die gute Idee, weil ich werde sehr oft sterben. Und wenn man schon die Möglichkeit hat zu cheaten, dann sollte man das auch tun. Jedenfalls, wenn man mit meinem Intelligenzquotienten gesegnet ist und bei jeder Gelegenheit stirbt. Z-
zwei Seeigel schieben ist noch langsamer, glaube ich, tatsächlich. Sehr gelungenes Spielerlebnis. Ach komm schon. Ah, die können nichts gegen mich machen. Aha. Oh, der kann schon was gegen mich machen. Und der ist auch sauer auf mich. Weg hier. Ah, die sind auch sauer auf mich. Ich bin tot. load. Nee, abbrechen so. Also. Load. Game. Ja, hier. Was frisst du da? Hast du nicht gehört? Nee, aber ich, das ist ganz schön Wer wohnt denn da? Da will doch keiner einziehen. Hörst du den Spielsound? So ein bisschen, aber... Also... Ja, da geht nur der hier geht, glaube ich, richtig. Das Problem ist gar nicht... Was denn jetzt? Ja, ich werde mal wieder sterben. Das ist mein Hauptproblem eigentlich so. Also das Problem ist, ich gehe nur kurz kacken. Ich bin toll. Load Game hier, genau, perfekt. Ich soll hier mich unten am Strand umsehen und so, aber das müsste ja bedeuten, dass hier irgendwie bei den Seeigeln irgendwas ist. Aber in Wirklichkeit sind da nur Gegner und die bringen mir überhaupt nichts. Der Schild ist echt ein nützliches Tool. Das ist ein Schwert. Ein Schwert! Jetzt wird es mir erstmal weggenommen. Das ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann. Ach ja. Der käme den Windfisch. Ah ja. Zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Schwert. Schwert gefunden. Denn, nein. Ich bin nicht, ich wiederhole nicht, froh, den Namen B darauf zu lesen. Ist es klar? Als ob. Das mache ich nie. Ach so, deswegen sterbe ich immer in allen Games. speichern und Ende, ja, weil ich fange jetzt einfach ein neues Spiel an. Das macht alles gar keinen Sinn. Hallo. Wirklich? Ja, das ist also ganz schlimm. Ich habe einfach viel zu wenig Skill, um irgendwas hier zu erreichen. Ich bin da nur runter zum Strand gelaufen, Mann. Das werde ich doch mal noch schaffen. So, wir überspringen das jetzt alles hier, klar. So, ja. Jetzt weißt du, es ist immer noch B. Und du hast aber nur gerade neben mir, siehst du? Ich habe sogar noch mein Schwert. Ja. So, Zeit zu versuchen, meinen Endgegner zu töten. Nein! Huhn! Du musst sterben! Du stirbst heute! Das Problem ist, ich kann den Bildschirm nicht gescheit sehen. Weil, ach man. Ich habe mir die Cap so ins Sichtfeld gezogen. Halt, die Katze kann ich doch bestimmt auch hauen. Ich werde deine Katze töten. Du geisteskranke Frau in dem Haus. Aua, der Kettenhund hat mir Schaden gemacht. Was ja sein gutes Recht ist, aber aua. Kann ich dich töten? Schöne Kleider, Make-up und you, was? Und Juwelen, ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Ah ja. Was stimmt?
stimmte nicht mit den Bewohnern dieses Hauses. Ich muss jetzt bestimmt wieder zurück. Aber zuerst töte ich den hier Huhn. Es ist im Garten, das kann nicht entkommen. Es kann mir nicht entkommen. Ich bin einfach zu dumm, um die Steuerung zu betätigen. Und deswegen entkommt es mir. Ah, hey. Hör auf, mir zu entkommen. Du hast kein Recht dazu. Nein, das respawnt es immer wieder. Es nervt. Ich mähe den jetzt in den Rasen, Mann. Ich mähe euch euren Rasen und ihr könnt nichts dagegen tun, weil ihr nämlich gar nicht wisst, dass ich hier draußen bin und euren Rasen mähe. Ihr habt... Ja, genau. Keine Chance gegen den ultimativen Rasenmäher. Ich glaube, das Huhn ist unsterblich, kann das sein. David, du musst hier so ein 4000 Jahre später anfangen. Es sieht einfach original aus wie eine Spitzhacke, während ich zuschlage. Und es gibt keine Rubine in denen in ihrem Garten. Das ist doch fies. Warum tut das Schicksal mir das an? Achso, das ist gar kein Gras. Es würde auch keinen Sinn machen, wenn hier Gras wäre. Zu schwer. Ich will das Ding kaputt hauen. Ich will's nicht hochheben. Ich wiederhole. Nicht hochheben. Mach doch was Nützliches. Ich guck mir hier die Truhe an. Ich dachte, ich krieg hier eine Quest. Das gibt's irgendwo anders, aber beende den Part nicht immer. Ich beende den Part nicht. Ich mähe hier den Rasen. Hallo. Ah, das Schwert ist ja voll nützlich und so. Ist mir gerade aufgefallen. Man kann es nämlich als Buschmachete missbrauchen. Was ja auch früher die Ritter auch immer mit ihren Schwertern gemacht. Ha, ich wusste, da muss es was geben. Etwas Feines bekommen, sagen. Die tun dann immer so, als würde man so ein Geschenk bekommen und das ist voll toll und so. Und dann ist es am Ende irgendwas stinklangweiliges, was man sowieso schon lange hat oder sowas. So ein Heiltrank. Toll. Genau, das ist der Shop. Da kann ich auch erst rein, wenn ich den Schwert habe, interessanterweise. Ich wollte die hauen und was passiert? Ich spreche mit dir. Hey. Ah. Speichern willst, musst du alle vier Knöpfe auf einmal drücken. Frag mich aber nicht, was das bedeutet, ich bin nur ein Kind. Ja, außerdem gibt es hier nur zwei Knöpfe, soweit ich weiß. Also, hey. Ja. Ja, ich kann es mir garantiert nicht leisten, aber ich kann ja was klauen. Also, kann ich nicht, aber. Mann. Ich würde es gerne. Fies. So, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Glaube ich. Vielleicht. Aber ich glaube, außerdem wird das, dass der David mich hier gleich zwingen wird, den Part zu beenden, obwohl ich keine Lust habe. Kann ich das Kind hauen? Nein. Immer diese Gesprächsoption. Dafür will ich doch nur Kinder mit einem Schwert schlagen. Okay, also ich finde, ich soll jetzt den Part beenden, deswegen tschüss. Ich finde bis zum nächsten Part noch raus, wie man Kinder mit Schwertern schlägt.